2002. Gut, das heißt, damit können wir schon das nächste Upgrade kaufen. Das müsste wahrscheinlich sowieso gehen. Wie gesagt, also du musst hier, du bist ja gar nicht gezwungen, irgendwie auf 100% zu spielen, nur um das Spiel selbst durchzuspielen. Du bekommst zum Beispiel nichts Besonderes dafür, alle Tiere zu fotografieren, außer Geld. Aber du bekommst eine M-List, wo die alle Tierfotos nochmal drauf sind. Das ist nett. Also nicht wirklich erforderlich, aber nett. Nicht geschafft! Das ist ja egal. Aua, ich schieße. Jetzt noch ein Spiel vorbei. Was haben wir gerade wieder? Ich glaube nicht, dass ich jetzt aber das ist so dieses typische Indiana Jones auf den Kuchen in der Nähe. Aua. Ich mag das. Aua. Wenn du was gut gemacht hast. Eindringling! Ja. Nein, das darf nur. Nein! Ja! Aua! Ah! Ich habe jetzt gesagt, ich habe. Au! Warum gibt es keinen Werfer nicht? Weil der Flammenmund von der Masse in den ziemlich krass. Scheiße, ne? Sind Sie okay? Ja! Wo hast du denn bitte schön? Bevor Sie merken, was ich mir gerade von Ihnen gebracht habe. Sind Sie okay? Geht's ihm gut? So, das heißt jetzt erstmal in die Werkstatt und dann nach Hause, oder? Ja, generell erstmal nach Hause. Die Werkstatt ist zu Hause. Achso, nee, Moment. Bevor wir. Was würdest du denn gerade in der Werkstatt kaufen wollen? Ich glaube, das nächste Upgrade für 25. Ja, aber was brauchen wir denn gerade? Ja, ich weiß nicht mehr, was das Upgrade war. Ja, das kannst du auch gar nicht wissen, weil das nächste Upgrade fürs Hovercraft ist. Wir fahren jetzt erstmal zurück zum Leuchtturm. Da gab's nämlich was. Erinnerst du dich? Wir brauchen den Perlendetektor von Minzus. Erinnerst du dich jetzt? Nee. Also erstmal nach Hause. Und die Kinder gucken. Die schon wieder mit dem E hat gespielt. Autsch. Ja, das ist das Schöne an dem Hovercraft, ne? So, wir gucken jetzt erstmal auf den Boden unserer Schuhe. P4, P4, kann ich mir merken. Und H5, R5. Ja, P4, P4 finde ich jetzt erstmal einfacher. P, 4, P. Papa, das kann ich stundenlang machen. Andere Richtung. Besser. So. Jetzt ist kurz was korrekt. Und nichts passiert? Nichts. Wie kann das sein? Es gibt noch eine zweite Konsole. Jawohl, okay, thanks. Alles klar. Sauber. Und das wüsstest du alles, wenn du aufgepasst hättest. Aber kein Problem, ich bin da. Ey, Junge. Das erinnert mich nicht umsonst drauf. Einfach schwimmen. Was? So, was war der andere Code? H5, H5. Sicher? Ja. Probieren wir. Ich meine, was soll schon schlimmstenfalls passieren? Ja, schlimmstenfalls explodiert der Leuchtturm. Das finde ich gut. Dann muss man das Spiel von vorne anfangen. C6. Kaboom! Das wäre witzig, wenn sich das Schiff jetzt selbst zerstören würde. Bitte von vorne anfangen. H5, R5. Ja, Gott. Na komm, ich war. Komm, close enough. Ja, läuft. So. Ich meine, wenn ihr sehen würdet, was für eine Uhrzeit wir hier mittlerweile schon haben. Aber. Du hast überhaupt nichts getrunken. Moment, was war R5? Nee, ich hab auch zu wenig getrunken, muss ich sagen. Ich mach den noch nicht. Ich weiß nicht. Das letzte Mal haben wir ja irgendwie ein bisschen vorbereitet. Der ist zum Einstieg ist der jetzt zu hart. Der ist auch ein bisschen rauchiger geworden durch die Lagerung. Ja. Ich mag's. Das alte Kinder! Ich glaube, ich probiere es. Perfekt, Miss Jade. Jetzt können wir die Hangartür öffnen.
Das könnte ganz gut sein. Finde ruhig erstmal was rein. Ich werde mir jetzt eine kräftigere Droge zuführen. Eine Droge namens. Namens. B. Beluga. Beluga. Ich nenne es das Fischschiff. Möchtest du mich nicht bestrafen? Das ist schon mal sehr gut. Was für ein Da ist kein Korken drin. 20 Jahre. Paige, du hast all das 20 Jahre lang vor mir geheim gehalten. Er tat es ganz sicher nur, um sie zu beschützen. Jetzt habe ich immer nicht auf die Stimme geachtet, aber ich finde, sie klingt gar nicht so sehr wie... Doch, total. Jade, nur zur Information, ich habe gesehen, dass Ming Tzu... Ich höre da jetzt nur noch Elizabeth raus. Ich sehe die ganze Zeit im blauen Kleid rumlaufen, wenn die am Reden ist. Ja, nur mit dem Unterschied, dass... Booker. Gute Arbeit, Jade. Hä? Ach, Booker. Ja. Ich dachte gerade, hab überlegt, ob du dich in den Hund verwandelt hast. Nein, also, Booker. Das ist die Stimme. Ha. Riecht ja schon mal interessant. Aus irgendeinem Grund muss ich ständig an Studio Ghibli denken, wenn sie spricht. Und das ist erstmal Zeit für den Beluga-Checker. Die Leute machen ja keine Notizen mehr. Es muss ja immer alles auf M gehen. Mit Hintergrundmusik. Hier, siehst du? Wir haben nur einen Flugstabilisator. Hm. Ja, das wollen wir. Und kein Stern. Gut, das wird mehr wohl jetzt. Den braucht man aber auch nur, um in den Dachraum zu kommen. Boah, das ist ja... Jade? Wenn du immer... Flüssige Gummibärchen. Alter. Ich sag ja, ziemlich süß. Ziemlich süß ist ja eine absolute Untertreibung. Ach, ich liebe Pflaumenwein. So, das Problem ist... komisch schmeckt wie flüssige Gummibärchen. Da kannst du dich auch nur beschweren. Wir fliegen jetzt mal ohne Flugstabilisatoren. So. Geht das? Bestimmt. Schiff sieht interessant aus. Nicht kontrollieren. Wenn wir damit abheben wollen, brauchen wir einen Flugstabilisator für jeden Reaktor. Nee, da kommt Flugstabilisatoren rein. Keinesfalls werde ich diese Kiste wieder betreten. Nicht bevor sie wieder tipptopp in Ordnung ist. Gut, okay, Miss Jade, dann kaufen wir jetzt einen Flugstabilisator. Oh mein Gott. Wir sind ja nur für 2 Minuten. Kann nichts Schlimmes passieren. Kommst du da bereit? Danke. Ich kann hier nicht schießen. Nee, sie sagt nichts. Sorry. Oh, so still. Die Bootfahrer sprechen auch nicht mehr. Kommt rein, Freunde! Willkommen! Yo, Jade! Ja, wer weiß. Es schreitet fort. Die Welt fällt 20 sogar noch. Ich hab 25 im Kopf. Das ist ja super. Siehst du, könnten wir noch nicht mal kaufen. 30. Wir kaufen jetzt erstmal den Flugstabilisator, damit der Flug stabilisiert wird. Ist ja gut. Und damit können wir dann oben auf den Vulkan. Und damit fliegen wir dann oben auf den Vulkan, holen wir uns den Stern an, fliegen wir zum Mond. Naja, damit fliegen wir oben auf den Vulkan und holen uns erstmal einen Arsch für Perlen. So, jetzt bringen wir erstmal das Schiff in Ordnung. Da kann nichts schief gehen. Ich mag die Musik. Schön nach Hause. Bis bald. Double H, der Leuchtturm. Sie haben ihn zerstört. Die Kinder. Oh mein Gott. Schnell, Mist, die Kinder. Vielleicht haben wir noch Zeit. Lass mal 2 Minuten nicht da. Ich sag's dir. Die Tür ist zu. Was geht hier vor? Woher weißt du das? Nein! Oh. Pablo? Ben? Hallo. Joa? Vorsicht, Miss Jade! Die Alphas könnten noch hier sein. Double H, sie haben die Kinder.
das ist hier ist vorne im Eingangsbereich mit einer Metallplatte überdeckt. Sasa! In diesem Spiel achtet man auf Details. Ich finde das gut. Tja, aber irgendwie. Das finde ich echt brutal, weil den Leuchtturm, wenn du das Spiel eine Weile spielst, wir sind ja nun wirklich nur durchgerauscht, dann gewinnst du den auch nie. Aber die Konsole, ne? Nur für den Fall, dass du das Raumschiff noch nicht aufgemacht hättest. Fuck. Nicht schön. Wir haben die Kaution noch nicht bezahlt. Naja, ich denke, das ist das geringste Problem. Oh, Wuff! Ja, Wuff ist noch da. Und er ist auch süß. Würde ich direkt mitnehmen. Ja. Nicht so fluffy am Gunnedei. Armer Wurf. Ich weiß, wie du dich fühlst. Du wolltest ihnen helfen. Du hast dir geschworen, auf sie aufzupassen, immer da zu sein, um sie zu beschützen. Ich weiß, Junge. Aber es ist alles anders gekommen. Die Kinder sind weg. Und du? Du konntest nichts tun. Du bist hier. Gesund und am Leben. Was glaubst du, wer du bist? Hast du geglaubt, du hättest etwas dagegen tun können? Nein, Wuff. Du hast dich getäuscht. Vollkommen und absolut getäuscht. Niemand kann etwas tun. Niemand kann etwas tun. Wir müssen jetzt gehen, Miss Jade. Es ist vorbei, Double H. Vorbei. Sie sind noch am Leben, Miss Jade. Paige, die Kinder, sie leben alle noch. Nicht. Wollen wir uns den ersten Flug für wann anders aufheben, oder? Oh, das jetzt noch. Ach, komm. Hau rein. Los geht's. Wir müssen die Kinder retten. Deine Freunde, aber muss ich nur einer. Ja, dann ist ja gut, wenn es nur einer ist. Dann muss ich mir ja keine Sorgen machen, wenn es nur einer ist. Einen hast du doch vorher. Du hast auch den. Ja, ich bin nicht viel. Warum geht der andere kaputt? Schreck mir weg mit deinem, dass du auf dem Boden sitzt. Aber war ja nur einer, kein Problem. Ah! Ja! Darf ich nicht in Panik versetzt lassen? Nicht in Panik versetzt lassen? Okay. Oh! Nein! Nein, weil ich mir Geld auf den Eisen. Ah! Ah, das ist schon klar. Es ist nett, dass sie gleichzeitig feuern. Wenn sie abwechseln würden, wäre das echt schwierig. Ja, das ist auch so echt schwierig, aber. Ah! Nein, wir wollen abwechseln. Why? Ja, soll ich den Kampf ein bisschen in die Länge ziehen für den Herrn Musikkonnoisseur? Komm gut drauf. Na, was ist so ein Enkel? Ich glaube, wir müssen noch weiter durchgehen. Könnte wert sein. Ne? Also, laufen wir einfach noch zwei? Nee, ich glaube, das ist der letzte. Ja. Ich bin ja froh, dass du das Spiel komplett auswärts stellst. Ich bin froh, dass die von den Alpha-Einheiten sich dachten, wir sind mal fair und schicken die Dinger einzeln. So, wenn wir nach vielen Langzeit gewesen wären, dann wäre ich jetzt froh.
So, aber jetzt möchte ich dir an einer anderen Stelle gerade nochmal zeigen, warum dieses Spiel recht fair ist. Erinnerst du dich an den Seehund oben auf dem Dach des Leuchtturms? Ja. Wenn du den bis jetzt nicht fotografiert hättest, dann wärst du irgendwie am Arsch, hä? Ja. Aber... Warte mal gucken. Da ist er. Oh, da kannst du jetzt sogar noch ein viel schöneres Foto machen, als du schon hast. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich das will, ehrlich gesagt. Das Viech sieht nämlich ein bisschen merkwürdig aus. Lemming. Ich glaube, ich bin mit dem Foto, das ich habe, ganz zufrieden. Ja. Da ist er schön undeutlich drauf. Auf dem man nichts sieht. Richtig. Weil... Nee. Oh, der guckt so traurig. Ja, der hat auch sein Haus verloren. Fast so wie der Dackel, den wir heute Mittag gesehen haben. Oh, Trolli-Dackel! Trolli-Dackel im Dackel-Trolli. Hat er rausgeguckt. Mit seinem Dackel-Schnurrbart. Der hat so traurig ausgesehen. Nein. Der wäre am liebsten selber gelaufen. Ach. Wenn du dich in, wenn dich jemand in einem Trolli umherziehen würde, würdest du dann selber laufen wollen? Ja. Gut, ich habe mir sagen lassen, dass Hunde ganz gerne auch mal zu Fuß unterwegs sind. Oh, jetzt ist das Ding noch da. Ja, das... Ich glaube, die wissen einfach bei dem nichts, nicht von dem Ding bei den Alpha-Truppen, freundlicherweise. Ja, ist geil. Ich meine, wenn ich Page gewesen wäre, ich hätte mir auch ein Batcave gebaut. Obwohl das ja wahrscheinlich ein Pitcave ist. Denn, keinesfalls werde ich diese Kiste wieder betreten. Nicht bevor sie wieder tipptopp in... Das sollte reichen. Nee. Dann kommt was anderes rein. Okay. Ja, also wie gesagt, davon, da könnte man mitnehmen, aber davon mehr ist. Jade, habe eine neue Ladung. Ja, sei ruhig. Wie geht das gleich nochmal? Ja. Und da kommen auch schon wieder die nächsten. Sie greifen die Boote. Super. Nee, das ist ja eine Karte. Ah. Okay, lasse ihn nicht aus den Augen. Ich meine, Open Worldig ist das hier auch schon ein bisschen. Das ist gar nur noch groß. Aha. Weißt du was? Ich habe ja eine Spielwelt, die noch tatsächlich realistischerweise erkundet hat. Auch da. Sie greifen die Boote an. Von mir aus. Ich brauche ja gar keinen zweiten Teil. Das ist normal. Bin mit dem hier ganz zufrieden. Nur dooberweise mussten sie ihn auf einem Cliffhanger enden. Spoiler-Alarm. Das bleibt mir noch sehen. Hey, Paige, was tust du da? Das bist doch du, oder, Paige? Nee. Natürlich bin ich Paige. Ist doch zu. So, jetzt müssen wir nur hier irgendwie... ich bin schon im Krater, glaube ich. Ja. Nebenbei, was war das gerade für ein Geräusch? Wir müssen sehr vorsichtig sein. Der Schatz soll von einer Kohax-Kolonie bewacht werden. Egal. Ich dachte, ich hätte ein Gespenst gehört. Achso, das ist der Zugtraum. Ja. Hat aber gewisse Gespenstähnlichkeiten. Hört man das auf der Aufnahme oder reden wir jetzt gerade verrückte Sachen? Nee, das wirst du hören. So, hoher Tod. So. Meine lieben Leute, das ist die Bahnstrecke, die hier am Haus vorbeifährt. Und? Nachts tut sie die da gerne mal. Die Verrückten. Yay! Aurelia Magnificence. Großartiges Bild. Das ist eine Weile her, ne? Ja. Ich wusste gar nicht, dass wir eine Kamera dabei haben. 4 fehlen noch. Welche sind das? Den hier haben wir schon. Sicher? Ziemlich.
Ja. Das ist der Erectus. Oh nein, ich will nicht den Beluga-Checker. Ich will die Disk, mit der ich mein Leben abspeichern kann. Sowas hat doch jeder dabei. Was jetzt? Ich mein Leben auf eine CD gebrannt haben. Ja, ist ganz praktisch, ne? Man sollte meinen, jeder hat sowas. Hey, ich hätte seine einfach rechtzeitig benutzen sollen. Too soon. Ja, ist ja noch nicht tot. Hier entlang, Miss Jade. Hier entlang, Miss Jade, Junge. Mich verarschen. Bin viel weiter als du. Spring jetzt hier rüber. Kannst du das? Und dann gehe ich hier lang. Kannst du das? Na los, komm mit. TNA. Team nicht auflösen. Dann hau doch mal auf den Boden. Attacke! Das war nix. Carson und Peter! Danke, Miss J. Okay, komm doch her. Haben wir was zu tun? Perlenkroch hat's besiegen. Da ist einer. Tausend. Hier gibt es auf jeden Fall eine längere Fall. Irgendwas ist mit dem Ton nicht richtig. Danke. Danke, Mist. Das ist doch in Ordnung. Ja, da ist noch einer. Autsch! Nein, das war definitiv nicht gut. Egal, 10 von 30. Ich glaube, der Sound hängt irgendwie. Wollen wir hier vielleicht aufhören und die Höhle dann in der nächsten Aufnahme machen? So machen wir das. Weil dann gehen wir jetzt. Du hast ja gerade gespeichert. Stimmt. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder hier bei Beyond Good and Evil. Ich meine, ja, bei Beyond Freund, Good Sound Quality. Genau. Ich meine, unser Freund hier ist ja auch schon ganz wild da drauf. Und ja, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Das sieht ungesund aus. Gut, dann